diese Treppe an, das ist das Herzstück des Hauses von Tessalo. Geht die einfach um? Nee, die geht hier einfach ins nächste. Hallo! Kann ich Ihnen helfen? Guten Tag. Ich habe als Studentin 2004 hier an einer Untersuchung der Bausubstanz teilgenommen. Das wurde damals unter der Leitung des Architekten Hellberg hier durchgeführt. Und ich war mit meinen Freunden in der Gegend und wollte denen das mal zeigen. Ach ja, ich kann mich erinnern, als damaliger Bürgermeister habe ich das, glaube ich, unterschrieben, dass die Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben wird. Mich würde sehr interessieren, was aus dem Tessenow-Haus inzwischen geworden ist. Ja, das passt sich ganz prima. Ich wollte mir gerade den neuen Film angucken über dieses Haus und die Geschichte des Hauses. Wenn Sie Zeit haben, können Sie gerne mit reinkommen und dann gucken wir uns das mal gemeinsam an. Ja, sehr gerne. Der Übergang vom 19. ins 20. Jahrhundert, etwa von 1890 bis zum Ersten Weltkrieg, war insbesondere im Deutschen Kaiserreich nach Bismarck von erstaunlich modern anmutenden Reformbewegungen begleitet. Zunehmendes Unbehagen an den negativen Begleiterscheinungen von Industrialisierung und Verstädterung führte auf vielen Feldern der bürgerlichen Gesellschaft zu Kritik an den für schädlich erkannten Lebens- und Arbeitsverhältnissen der meisten Menschen. Daraus resultierende Anstöße zur Lebensreform fächerten sich auf in einzelne Bewegungen wie Naturheilkunde, Reformschule, Jugend- und Freizeitkultur, Landkommunen oder Produktionsgenossenschaften und nicht zuletzt auch in Reformbestrebungen der Wohnbau- und Siedlungsarchitektur mit ihrer Suche nach Einfachheit und Naturnähe. Ein bedeutender Baumeister dieser Zeit war der gelernte Zimmermann, Baugewerkschullehrer und späterer Architekturprofessor Heinrich Tessenow, der von 1876 bis 1950 lebte. Einige Werke aus der Reformzeit stehen heute noch gut erhalten in räumlicher Nachbarschaft in Peine und hier mitten in Steinhorst im Landkreis Gifhorn. Charakteristisch für Tessenows Architektur sind Einfachheit, klare Eigenständigkeit und unspektakuläre Zeitlosigkeit. Der Auftraggeber für diese Bauten war die 1905 gegründete Alexander und Fanny Simonsche Stiftung in Hannover. Wie kam es zu dieser Auftragsarbeit in Steinhorst und was ist daraus in über 100 Jahren geworden? Die Simonsche Stiftung wurde vom jüdischen Bankier Alexander Moritz Simon in Hannover zum Andenken an seine Eltern und in Fortführung der zuvor entstandenen Gartenbau-Lehranstalt in Ahlem bei Hannover gegründet. Ziele der Stiftung waren die Förderung der Integration der deutschen Juden und die Erschließung von Berufszweigen, die ihnen bis dahin verschlossen waren, wie Landwirtschaft, Gartenbau und Handwerk. 1909 erwarb die Stiftung in Steinhorst einen Gutshof auf dem 220 Hektar großen Gelände zwischen Metzinger Straße, Lachte und der heutigen Neuen Brücke. Hier entstand eine Modellschule für die Ausbildung jüdischer Landwirte. Vorteilhaft für Steinhorst waren die 1904 geschaffene Eisenbahnverbindung, die Nähe zur Gartenbauschule Ahlem und die verfügbaren Ländereien. Bereits im Herbst 1909 begannen die ersten Lehrlinge ihre Ausbildung auf dem Steinhorster Gutshof. Mit zunehmender Bewerberzahl entstand der Bedarf nach einem Neubau für die theoretische Ausbildung und Unterbringung. Mit der Planung dieses Neubaus wurde 1911 der Architekt Heinrich Tessenow beauftragt, der seit 1909 beim Aufbau der Gartenstadt Dresden-Hellerau beteiligt war. Das Steinhorster Gebäude wurde von den Maurermeistern August Soltendiek aus Steinhorst und Hermann Schnelle aus Wittingen errichtet. Mein Großvater Heinrich Meyer, geboren 1871, ist um die Jahrhundertwende mit seinen Eltern hier nach Steinhorst gezogen, hat im Pekop ein Haus gebaut und eine Werkstatt.
und hat bei der Erstellung dieses Gebäudes die Tischlerarbeiten übertragen bekommen. Mein Großvater hat mehrere Gesellen beschäftigt und grundsätzlich wurden die Objekte, also Türen, Fenster, Treppen, vorgefertigt in der Werkstatt und dann vor Ort eingebaut. Das war die übliche Verfahrensweise. Zur Einweihungsfeier im Juli 1912 kam ein Sonderzug aus Hannover mit vielen Helfern und Freunden der Simonsche Stiftung nach Steinhorst. Die Zeitung berichtete, das Lehrlingsheim ist ohne überflüssigen Luxus, aber solide und gefällig gebaut. Seine Einrichtungen leisten allen Anforderungen der Hygiene und eines fröhlichen Zusammenlebens Genüge. Bei dem sich anschließenden Festakt sprach unter anderem der Ortsvorsteher von Steinhorst, Heinrich Buhr, und nahm Gelegenheit auf das freund-nachbarschaftliche Verhältnis zwischen der bäuerlichen Bevölkerung und dem Lehrgut hinzuweisen. Die Steinhorster seien ganz besonders erfreut über den guten Geist unter den jungen angehenden Landwirten und über ihr nettes Auftreten. Im Anschluss an die Feier gab es eine Besichtigung des Gutshofs und der Felder und unter den neuen räumlichen Bedingungen wurden in dreijähriger Ausbildung theoretische und praktische Kenntnisse in folgenden Fachbereichen vermittelt: Pflanzenbau, Tierzucht sowie Landtechnik und Wirtschaftskunde. Schon Ende 1912 konnten die ersten Absolventen ihre Prüfung mit überzeugenden Leistungen bestehen und in den Jahren bis zur Schließung des Lehrgutes wurden insgesamt 70 jüdische Lehrlinge ausgebildet. In der neuen landwirtschaftlichen Schule wurden auch einige zusätzliche Arbeitsplätze für die einheimische Bevölkerung geschaffen. Steinhorster wurden auf dem Lehrgut als Lohnarbeiter beschäftigt, so auch der Gespannführer Karl Olvermann, Großvater der ehemaligen Bürgermeisterin Ruth Hanke. Das Land- und Lehrgut hatte eine der größten Viehställe hier in der ganzen Region und es waren Vieheinheiten zu versorgen, die mit normalen Ländereien und normalen Grünern, was hier vorhanden war, nicht zu bewerkstelligen war. Deswegen benötigte man neue Weideflächen, die man durch die Trockenlegung des Postmoores hier erreichen wollte. Auf Initiative des Lehrgutes startete die Lüneburger Regierung ein Entwässerungsprojekt. Teile des Moorgebietes, hier speziell das Postmoor, wurden trockengelegt und zu Weiden und Wiesen umgewandelt. Dies belegt eine Urkunde aus dem Besitz unserer Familie. Im Ersten Weltkrieg wurde die Trockenlegung durch Kriegsgefangene fortgesetzt. Das ehrgeizige Bildungsprojekt der Simonschen Stiftung in Steinhorst musste bereits 1919 wegen Tierseuchen und unerwartet niedrigen Produktionserträgen aufgegeben werden. Nun stand das landwirtschaftliche Gut samt Lehrlingsheim zum Verkauf. Es dauerte noch weitere 2 Jahre, bis ein neuer Eigentümer, Otto und Co. aus Dahlhausen an der Ruhr, an die landwirtschaftliche Grundidee der Simonschen Stiftung anknüpfen konnte. Die Firma Otto plante, Teile der Gutsfläche in Kleinsiedlerstellen umzuwandeln. Die Schaffung erster Siedlerstellen war aber nur möglich, nachdem die Kleinbauernbank Hannover ins Projekt einstieg. Jeder Siedler erhielt ein Wohnhaus und 15 Hektar Wirtschaftsfläche. Ein ähnliches Haus steht heute noch in der Räderloher Straße. Hier wurden in der Regel eingeschossige Putzbauten errichtet als Kleinsiedlerhäuser mit einer Dreiteilung hinsichtlich der Nutzung. Es gab den Wohnbereich einerseits, dann Stall und Scheune. Also eine Nutzung für Mensch und Tier und Lagerung. Das ehemalige Lehrlingsheim wurde in den 20er Jahren durch die Kleinbauernbank vom Gut getrennt und zum Kauf ausgeschrieben. Den Gutshof und den größten Teil der Ländereien erwirbt die Familie Ense. Als Käufer des Lehrlingsheims setzte sich 1926 der Norddeutsche Fußballverband gegen die Gemeindeschulbehörde und den Landrat durch, die das Gebäude lieber als Schulhaus, Wanderherberge oder Pensionat nutzen wollten.
Einer der Verhandlungsführer des Norddeutschen Fußballverbands war der bekannte Schiedsrichter und spätere Jugendheimverwalter Rudolf Triebel. Der Verband hatte für seine Jugendarbeit ein Sportheim in einer wald- und heidereichen Gegend gesucht, um der städtischen Jugend Erholung und Naturnähe zu bieten. Bei der Übernahme durch den Norddeutschen Fußballverband, 1927 umbenannt in den Norddeutschen Sportverband, wurde der Dachboden als Schlafsaal ausgebaut und das Inventar erneuert. Finanziell beteiligten sich die Stadt Altona, Café Haag Bremen und die Gummifabrik Phoenix in Harburg. Café Haag stiftete zum Beispiel die Möbel für den Tagesraum. Der Worpsweder Künstler Bernhard Höttger beteiligte sich mit zwei großen Tischgruppen und armlehnfreien Stühlen, die heute noch im Foyer des Hauses der Gemeinde stehen. Am Himmelfahrtstag 1927 wurde das Jugendheim eingeweiht. Die Hamburger Sporthilfe vertraute dem Steinhorster Arzt Dr. Theodor Petersen die gesundheitliche Betreuung der Heimbesucher an. Im ersten Sommer kamen insgesamt 151 jugendliche Besucher nach Steinhorst. Jeweils von Oktober bis März verpachtete der Norddeutsche Sportverband das Jugendheim als Winterschule an die Hammersburger Volkshochschulgenossenschaft für Niedersachsen. Ab 1927 konnte somit die christliche Heimvolkshochschule ihr sogenanntes Weißes Schloss in Steinhorst für den Schwerpunkt der landwirtschaftlichen Qualifikation von Frauen und Männern nutzen. Beispielsweise kümmerte man sich auch um neue Formen der Bodendüngung und Tierfütterung. Das Lehrprogramm im Winterhalbjahr 1928-29 beinhaltete folgende Fächer: Geschichte, Heimatkunde, Deutsch, Naturwissenschaften, Lebenskunde und Kulturgeschichte, Singen, Sport, Bibelkunde, Staatsbürgerkunde und Agrarpolitik. Der Norddeutsche Sportverband löste sich im Zuge der Gleichschaltung unter den Nationalsozialisten im Sommer 1933 auf. Der Deutsche Fußballbund ordnete sich in das Programm des Nationalsozialistischen Reichsbunds für Leibesübungen ein und organisierte bis zu seiner Auflösung 1940 Jugendeinrichtungen wie das Steinhorster Sportheim. Johnny Rehbein war Postbeamter, Postinspektor, Beamter bei der Post. Und Johnny hat Jahrzehnte, schon vor dem Krieg, hat er Steinhorst mit seinen Jugendlichen frequentiert. Er ist 40 oder 41 mit seinen Jugendlichen während des Krieges von Hamburg mit dem Fahrrad hergefahren und hat dann mit 30 oder 40 Jugendlichen hier eine Sommerfreizeit verbracht. Bis in die 30er Jahre hatten einige Steinhorster im Jugendheim unter der Leitung des Verwalters Rudolf Triebel gearbeitet. So zum Beispiel Heinrich Olfermann, der Vater von Ruth Hanke. Auch ihre Mutter Hulda sowie ihre Tante Frieda haben in der Heimküche geholfen. Die Entwicklung des Krieges veranlasste den Nationalsozialistischen Sozialverband NS Volkswohlfahrt, das Jugendheim als Erholungsheim für Mütter und Kinder aus bombengefährdeten Gebieten einzurichten. Im Frühherbst 1944